Heute gibt es ein leinsamen Cracker-Rezept mit Hummus, ein guter Brotersatz. Und wenn du abends nicht weißt, was du essen sollst, kann man das einfach ja, so nehmen, auch für zwischendurch. Als allererstes nehmen wir die Leinsamen und weichen sie ein. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, damit die Leinsamen diese gelartige Konsistenz entwickeln und dann können wir sie auch besser backen später. Die genauen Mengenangaben findest du auch nochmal unten in der Infobox. Hier weiche ich sie jetzt ein. Du kannst jetzt in der Zeit auch schon mal die Kichererbsen kochen. Falls du aber welche nimmst aus dem Glas, die schon fertig sind, kannst du diesen Schritt natürlich überspringen. 2 Stunden später sehen meine Leinsamen schon so aus. Ich habe sehr viel Wasser dazu gegeben und trotzdem haben sie alles aufgesogen. Ich habe jetzt hier Tamari dazu gegeben und das war's. Mehr musst du wirklich auch nichts dazu geben. Tamari ist eine japanische Sojasauce. Bitte achten ganz wichtig darauf, dass es bio ist, damit du kein genmanipuliertes Soja bekommst. Die gibt schon richtig gut Geschmack und schmeckt auch ein wenig salzig. Das war's auch schon. Ich gebe das jetzt hier auf 2 Backbleche schön dünn ausstreichen. Ist auch ganz wichtig, damit du einfach nachher leckere, knusprige Cracker bekommst. Umso dünner sie sind, desto schneller sind sie dann auch schon fertig. Das gebe ich dann jetzt so in den Backofen für ungefähr 10 bis 20 Minuten, musst du halt gucken. Dann hole ich sie nochmal raus und dann werden erstmal die Formen eingestochen. Das heißt, du nimmst ganz normales Messer und gibst schon mal die Form rein, damit sie später einfach eine schönere Form haben, wenn du sie auseinanderbrichst, weil sie werden wirklich ganz schön knusprig. Sie bleiben so circa 40 Minuten in dem Backofen insgesamt. Und jetzt gehen wir zurück zu unserem Hummus. Das sind die Zutaten, Kümmel, Knoblauch, Zitrone. Dann ein wenig Tahin brauchen wir. Wir brauchen noch Olivenöl, ein bisschen Salz. Und dann kann es auch schon losgehen. Dann nimmst du deine fertig gekochten Kichererbsen und gibst einfach alle Gewürze nacheinander dazu. Das ist ganz wichtig, ansonsten schmeckt es einfach nicht. Müssen wir immer schön würzen. Ich habe jetzt hier versehentlich auch Tamari reingegeben. Ja, da ist es ein bisschen rot, nicht wundern, aber das muss eigentlich nicht ins Rezept rein und dann schmeckt es auch nicht so gut, wenn Tamari drin ist. Also alle Zutaten reingeben, auch deine Knoblauchzehe, auch die Zitrone schön auspressen. Habe ich schon gut ausgepresst, einfach reingegeben und jetzt einmal durchpürieren. Ganz wichtig, schön durchpürieren. Wenn du einen Mixer hast, kannst du einen Mixer nehmen. Ich wollte jetzt fürs Rezept, damit es auch einfach ist für jeden umzusetzen, einfach nur meinen Stabmixer nehmen. Wie du siehst, es geht hervorragend. Wenn du dann damit durch bist, holst du deine Cracker raus, brichst sie schon mal auseinander. Die sind sehr, sehr schön knusprig. Ich habe sie übrigens im Backofen gebacken, also nicht im Dörrautomaten. Also das kann wirklich jeder nachmachen. Und dann einfach nur servieren. Fertig. Mein Sohn probiert hier und macht einen Geschmackstest. Einfach mal einen Cracker nehmen, in den Hummus reintun. Aber für meine Kinder war es nichts. Ja, eher was für die Großen. Für mich ist es ein super Ersatz, damit ich weniger Brot esse. Ich hoffe, das Rezept hat dir gefallen. Denk dran, dass du mir unten kommentierst, damit ich auch weiß, dass du wirklich auch zugeschaut hast. Den Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren, ganz, ganz wichtig, damit die Videos auch mir angezeigt werden. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Video.